Guten Morgen! Ich habe eine Idee. Und wer mich kennt, weiß, dass ich die Ideen viel zu schnell und überstürzt umsetze. Diesmal kann ich das leider nicht, aber vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Und ich sage euch erstmal die Idee. Die Idee ist, dass ich meine Wohnung kündige und nur noch im Auto lebe. Warum mache ich das? Weil es einfach eine viel größere Flexibilität bedeutet für mich. Natürlich würde ich wahrscheinlich jetzt eine Übergangszeit haben, wo ich noch meinen letzten Besitz verkaufe, um dann eben durch die Welt zu ziehen. Die Welt bedeutet für mich in allererster Linie erstmal Deutschland. Es gibt so viele Menschen, die ja dankbar für Inspirationen sind, die, mit denen ich mich sehr gerne austausche, mit denen ich Zeit verbringe. Ich liebe die Menschen und ich möchte unter Menschen sein. Und mit so einem Auto statt einer Wohnung bist du einfach viel flexibler bei den Menschen, auch in verschiedenartigen Umfeld. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen mein Plan. Und ja, dafür bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einem Auto. Und ich habe jetzt die letzten Tage intensiver geschaut, was denn für ein Auto in Frage kommt. Und ja, zum einen gibt es natürlich immer das finanzielle Budget. Das ist bei mir so, also ich könnte irgendwie 1000, vielleicht 2000 Euro mobilisieren. Das wäre für mich möglich. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so viel möglich und da fällt sowas wie ein Transporter oder ein Camper komplett weg, brauchen wir nicht reden. Auch von der Steuerbelastung wäre mir das viel zu viel. Und ich habe überlegt, was brauche ich denn eigentlich? Und ich bin zurzeit ja mit Cecile sehr eng zusammen und wir beide werden sicherlich auch erstmal quasi in dem Auto leben. Und ja, wir brauchen eine Matratze, wir brauchen eine Gitarre und wir brauchen einen Laptop. Und viel mehr brauchen wir nicht. Eigentlich ja eine Flasche so Öl, was man halt für alles nimmt, für Zähne, für ja, Schuhe putzen als Barfußgänger. Ja, Schuhe brauchen wir ja auch nicht. Nee. Ja, für Waschen und so weiter. Und sonst gibt es nicht viel, was man braucht. Das heißt, es reicht im Endeffekt. Idealerweise wäre es ein Kastenwagen. Da gibt es solche Sachen wie den Opel Combo, den Dacia Docker oder den VW Caddy, alle solche Autos wären ideal, weil die hinten abgeschlossen sind, weil einfach draußen stehen und schlafen, man kann durch die Scheibe schauen, da kommt wieder der aufmerksame Bürger und Nachbar und sagt, hey, da schläft jemand und die Polizei dackelt an. Bei so einem Kastenwagen hingegen ist einfach zu, das sieht niemand, dass jemand drin schläft. Und sie sind klein, sie sind als LKW, wenn es Zweisitzer sind, sind sie als LKW in der Steuer, das heißt, man bezahlt dann im Monat, ich bei meiner Schadensfreiheitsklasse bezahle Steuern und Versicherungen zusammen im Monat wahrscheinlich so 30 bis 40 Euro. Und das ist okay, und dann kommt halt noch Benzin dazu. Das ist aber auch der Verbrauch nicht so hoch, weil es ein sehr kleines Auto ist. Also ein Kastenwagen suche ich quasi. Ganz zur Not halt so ein T3, T4, so ein Transporter, aber eigentlich ist das schon fast zu viel, brauche ich eigentlich nicht. Ja, und da ist jetzt nun. Ich schaue natürlich hier rum, wo was ist, aber vielleicht hat ja einer von euch noch einen rumstehen und ja, möchte ihn halt doch zu einem fairen Preis möglicherweise ja, veräußern. Oder kennt jemand, der so einen Kastenwagen hat? Viele Handwerker fahren mit den Kastenwagen rum und ja, das wäre natürlich schön, da irgendwie ja, von euch ja, ein Input kommen könnte, wenn jemand was weiß. Ich suche natürlich selber hier auch. Ich bin ja glücklicherweise in einer Großstadt wie Leipzig, wo doch ein paar Autos rum. Ja, sind. Aber für 1000, 2000 Euro wird es halt echt eng. Ich habe heute ein paar Sachen angeguckt und auch zwei Sachen Probe gefahren. Der eine war der Krümmer kaputt und der Händler, ja, muss ein bisschen festschrauben. Ja, der andere hat 3300 Euro gekostet. Da hat auch schon 150.000 rum. Es waren Renault Kangoo, glaube ich, und auch so ein Kastenwagen. Aber naja, das war halt, ist einfach zu viel Geld, das kriege ich nicht zusammen. Und ich muss ja dann auch noch finanzieren. Und ein bisschen was kriege ich ja durch den Verkauf von Sachen hier noch. Aber naja, ich wollte es dann nur mitteilen, dass ich es einfach mal gesagt habe. Falls irgendjemand zufälligerweise jemand kennt, der so einen Kastenwagen da verkauft, dann ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich den nach Leipzig dann? Aber ich dachte einfach, Mensch, ich bin YouTuber, habe 10.000 Follower, vielleicht hat dann doch der ein oder andere eine Idee oder so. Gut, das wäre das. Ansonsten, Revolution bin ich dabei, jetzt in Mülheim. Ich halte wieder am Samstag und am Sonntag einen Vortrag zur preisgünstigen Ernährung.
Tipps und Tricks, auch viele aus meinem Buch Rohkost vor Lowkost. Aber wer mich da mal persönlich treffen möchte, in Mülheim, das ist im Ruhrgebiet, das ist eine relativ kleine Revolution im Gegensatz zu Berlin, sehr familiär. Und da kommen wir auch wahrscheinlich besser ins Gespräch, vermute ich. Und da stehe ich wieder an dem Stand von dem Wandmarker. Das ist die größte Rohkostzeitschrift, die finanziert diesen Stand. Das heißt, ich muss auch nichts bezahlen. Allerdings verkaufe ich da auch nichts an dem Stand, sondern erzähle einfach was über preiswerte und günstige Rohkosternährung und natürlich über alle die Sachen, was die Leute hören möchten. Und das ist am Samstag und Sonntag in Mülheim. Genau, das soll es für mich gewesen sein. Also ich habe euch einfach nur informiert über diese Idee, was mir in den Kopf rumschwirrt, was ich tun möchte, wo vielleicht die Zukunft liegt. Ich werde es halt sehen. Ich werde sicherlich ein halbes Jahr einfach so das Ding haben und draußen auch mal schlafen und gucken, wie das so ist, das Wohnen in so einem Ding. Aber genau. Kurz und knackig soll es mal gewesen sein, so als Zwischendurch-Video einfach mal so ein kleines Update. Ihr seid ja erprobt, was die Masse der Videos angeht. Mir wird von jeder Seite gesagt, Christian, mach nicht so viele Videos, das guckt sich sowieso keiner an und viele Leute deabonnieren einfach, weil das ist einfach zu viel und das ist ein Overflow. Dann zeigt YouTube Abos meine Videos sowieso nicht mehr an, weil es einfach zu viele sind und YouTube dann selektiert und das wahrscheinlich als Spam sieht und so. Alles drauf geschissen. Ich mach's, wie ich es für richtig halte, und deswegen gibt es auch das Video. Ich liebe euch und wir sehen uns heute Abend wieder mit dem nächsten Video. Euer Christian.